Kalli kann noch nicht schlafen. Heute hat Kalli etwas erfunden. Ich habe die Einschlaftrommel erfunden. Bei dem Getrommel kann doch keiner schlafen. Aber das ist doch meine Erfindung. Es wäre besser, wenn du eine ganz leise Einschlaftrommel erfindest. Aber erst morgen. Schlaf schön, Kalli. Morgen? Ich will heute noch was erfinden. Kalli will ein Erfinder sein. Und schwupps. Ist Kalli ein Kalli-Erfinder und steht in seiner Kalli-Erfinder-Werkstatt. Zuerst erfinde ich eine Sockenfindmaschine. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen meine neueste Erfindung. Oh. Die Sockenfindmaschine. Oh. Als nächstes erfinde ich eine Abwaschmaschine. Die Abwaschmaschine. Oh. Diese Abwaschmaschine wäscht alles und jeden. Als nächstes erfinde ich eine Essmaschine. Diese Maschine bereitet das Essen nicht nur zu, sie isst es auch gleich restlos auf und kauft danach gleich wieder neue Zutaten ein. Wie wäre es denn mit einer Arbeitsmaschine? Oder mit einer Maschine, die einen das Schlafen abnimmt? Das ist doch kein Problem für Kalli Erfinder. So bequem. Man muss gar nichts mehr machen. Man kann gar nichts mehr machen. Ist langweilig. Mir auch.
Meine Damen und Herren, ich habe eine neue Maschine erfunden. Oh, nein, bitte noch eine. Oh, ich muss eine Maschine erfinden, die alle anderen Maschinen wieder verschwinden lässt. Schon fertig. Wo ist denn meine Socke? Wo ist denn die Sockenfindmaschine? Nicht da. Wir müssen sie finden. Oh, fein. Wir suchen ohne Maschine. Alle Maschinen sind verschwunden. Dann müssen wir wieder selbst kochen. Und selbst essen. Wie ich mich freue. Ich auch. Erfinden ist so anstrengend. Jetzt will Kali kein Kali-Erfinder mehr sein. Und schwupp. Ist Kali wieder ein richtiger Kali und liegt in seinem Bett. Schlaf schön, Kali.